Im Norden von Steinburg liegt das schöne Kleinod Wilster. Die Kleinstadt zählt zu den ältesten holsteinischen Städten, denn sie besteht bereits seit dem 12. Jahrhundert. Mindestens so alt sind auch die Grundmauern der Stadtkirche St. Bartholomäus. Seinerzeit stand wohl auch eine spätgotische Kirche, die 1765 wegen Baufälligkeit abgerissen wurde. An ihrer Stelle entstand der barocke Bau, der sich noch heute präsentiert. Dabei nahm der Architekt Ernst Georg Sonnin die großen Kirchenbauten in Hamburg und Altona zum Vorbild. Daher wirkt die Kirche in der Kleinstadt Wilster auch völlig überdimensioniert, was aber auch Intention der Bürgerschaft war, welche damit die Bedeutung von Wilster als Handelszentrum repräsentieren wollte. Einst bot die Kirche 2000 Menschen Platz. Seit der Restaurierung nach schweren Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg können hier nur noch 1200 Menschen Platz nehmen. Das entspricht einem Viertel der Einwohnerzahl von Wilster, Stand 2022. Derartige bombastische Kirchen in Kleinstädten scheinen aber ohnehin typisch für Holstein zu sein. Auf dem flachen Land war somit die Kirche weithin sichtbar. Eine ähnliche überregionale Bedeutung wie die Bartholomäuskirche in Wilster hatte auch der hier kurz gezeigte Meldorfer Dom, zu dem ich mal was oben in den Infokarten verlinken werde. Wer auch ein ausführliches Video über die Bartholomäuskirche in Wilster will, kann mich dies gerne in den Kommentaren wissen lassen. Rund um die Bartholomäuskirche in Wilster befindet sich der Marktplatz. Viele repräsentative Gebäude am Marktplatz sind historische Speicher- und Kaufleuthäuser. Sie zeugen von der historischen Bedeutung der Stadt als Handelsplatz. Früher bestand über dem Fluss Wilsterau auch über kleine Kähne Anschluss an Stör und Elbe. Im Stadtrand verläuft ein Teil der Wilsterau noch heute wie eine kleine Gracht zwischen den Häusern hindurch. Ein Teil des durch eine ehemalige Flusssteifle gebildeten Krachtnetzes der Stadt wurde zugeschüttet. Das Rathaus in Wilster befindet sich im sogenannten Palais d'Os aus dem späten 18. Jahrhundert. Das barocke Bauwerk ist an verschiedene holsteinische Schlossbauten angelehnt. Seit 1829 gehört es durch Schenkung der Besitzer der Stadt Wilster. Bis 2006 dient es hauptsächlich als repräsentatives Empfangsgebäude und Wohnhaus des Bürgermeisters. Seither wird es vollständig als Rathaus genutzt. Vielleicht beschäftige ich mich zeitnah nochmal ausführlicher mit dem Bau. Zuvor befand sich das Rathaus in einem Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert mit Fachwerkelementen. Ein weiteres interessantes Gebäude ist auch das sogenannte Kolosseum. Dies ist ein um 1900 errichteter Backsteinsaalbau mit zwei sehr markanten Ecktürmen. Das Gebäude wird heute als Kultur- und Veranstaltungszentrum genutzt. Bekanntheit erlangte Wilster auch als Symbolbild für die typischen Ortsschilder, wie sie seit 1992 gelten. Apropos, nur wenige Kilometer nördlich von Wilster überspannt bei Hochdonn die gleichnamige Hochbrücke den Nord-Ostsee-Kanal. Über die Hochbrücke Hochdonn gibt es übrigens ein eigenes Video, das ich mal oben in den Infokarten verlinken werde. Wilster ist das Zentrum der Wilstermarsch, einer der vier holsteinischen Marschlandschaften. Die anderen drei Marschlandschaften sind Dithmarschen und Elbmarschen sowie die Krempermarsch. Die Wilstermarsch ist insbesondere für ihre Milchzucht bekannt. In der Wilstermarsch befindet sich ferner bei Neuendorf auch der tiefste Punkt in Deutschland. Zudem habe ich vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, das ich hier nun verlinke. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch ja demnächst mal in Wilster. Bis dahin, ciao!